ist mir Befehl. Dafür sind wir genau die Richtigen. So, Kairos und seine Mann können jetzt hier runterkommen. Lehrt sie das Fürchten! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wir wissen es, ganz viele Leute sind unglücklich. Halt leise. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ihr werdet angegriffen. Ja, Herr. Ja, mein Herr. Wie ihr befehlt. Ja! Lehrt sie das Fürchten! So, hier geht's voran. Ja, so, jetzt werdet ihr entlassen, weil wir euch echt nicht mehr brauchen. Ja, was können wir hier oben Wache halten? Und wir haben unsere leichten Scharfschützen. Nein. Das gibt eure Arbeiter empfangen den Segen so. Durch die Priester. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Hier ein Ausbau. So hohe Steuern habe ich mein Ein weiterer Priester, der kein Obdach hat, das ist klar. Diese Taverne regelt sich gleich. Gruppe 0 lebt noch. Es ist Zahltag. Der Handel ist gleich abgeschlossen. Ist traurig, weil die Steuern der Schankwirt ist natürlich wieder deprimiert. Der Handel ist beschlossen. Das Gebäude aber wir haben jetzt Holz ohne Ende. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Das müssen wir forschen, da kommen wir nicht umhin. Seid unbesorgt. So, das hier müssen wir auch forschen, auch da kommen wir nicht umhin, wie ich fühle. Seid gesegnet. So, Gruppe 0. Türme. Aber gern. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Forschung abgeschlossen. Fertig. Der Handel ist beschlossen. Eure Gelehrten haben das eine benötigen neue wir Eisen. Technologie erforscht. Fertig. Nein, das wollte ich nicht. Ah. Ich wollte die Zeit wieder normalisieren. Genau aus diesem Grund, weil ich das habe kommen sehen. Flieht! Ja, flieht, soweit ihr könnt. Bewegt euch hier rüber. Und hier kommt ein Ausbau, um die Schützen zu verstärken. Und dann wird das alles passen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja. Könnten wir ausbauen? Sollten das wir das? Gebäude ist nun vielleicht. Ausgebaut. Gruppe 0. Feinde greifen. Ich bin der Meinung, wir brauchen hier noch mehr Türme. Zahltag. Rennen. Ja, in Ordnung. Das dürfte nicht passieren. Wir kümmern uns darum. Ja, mein Herr. In Ordnung. Alter. Ich hasse es, wenn die in Bewegung sind. Für Ruhm und Ehre. Der Handel ist beschlossen. Gut, verlangsamen wir die Zeit massig. Wir brauchen wieder Schwefel. Für Jesu 10.000 Holz, würde ich sagen, kaufen wir Schwefel ein. Fertig. Feinde greifen euch an. Eigentlich würde es reichen, für hier schon 5.000 einzukaufen, um ehrlich zu sein. So hohe Steuern. Da können wir zwar noch Bogenschützen rausprügeln. Das ist auch so. Und wir sammeln jetzt solche Massen an Schwefel an. Genug. Okay, die sind ein bisschen im Eimer.
Das ist das Hauptproblem des Handels. Wir sind recht, müssen uns immer wieder darauf fokussieren, wenn das immer weiterläuft. Feinde greifen eure Häuser an. Sollen sie das machen? Sollen sie sehen, was sie davon haben? Seid gesegnet. Bis in den Tod! Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ich glaube ja. So, Gruppe 8 und Gruppe 7 können jetzt auf 8 Leibeigene das Stück. Eigentlich nein. Gar nicht hier sein. Ein Fehler begangen. Ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt, ich hab die ehemalige Gruppe 7 zur Gruppe 8 gemacht. So ist es jetzt Gruppe 7. Regelwürz die Datenweise. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten. Ihr hebt Kerbos auf. Lichtung. Eure Priester haben ihre Gebete noch nicht beendet. Zahltag. Nee, mach ich nicht. So. Das Gebäude ist nun. Kommt mal zurück. Und dann können wir das tun, was zu tun wird, von Anfang an gedachten. Eure Priester sind. Ihr lebt ja immer noch. Die Bewohner der Stadt. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Wir hätten alternativ natürlich auch Holz gegen Eisen handeln können, dann uns dann mit Schwertkämpfern hier durchhacken können. Ich hab getan, was ihr wolltet. Aber nein. Ach ja, übrigens, ihr dürft ja ganze Truppen rekrutieren. Das war am Anfang nur nötig, damit wir die Kathedrale noch bezahlen konnten. Ich tue mein Bestes. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Seid unbesorgt. Seid unbesorgt. So. Gruppe 9 repariert die Uni. Gruppe 0, hier hinten ist eine Burg, die irgendwie einen Kratzer hat. Keine Ahnung, was passiert ist. Das Gebäude ist ausgebaut. Ah, Sian! Wer hat das perfekte Timing wieder herausgefunden? Wir haben das perfekte Timing wieder herausgefunden. Ich kann schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Und genau dafür haben wir unsere Diebe wieder ausgebildet. So, Armee 1. Ja! Zuerst die Blindenhunde. Die stören mich am meisten. Und die können wir mit Türmen nicht abwehren. Ich hab getan, was ihr wollt. Außerdem habe ich das Gefühl, wir kommen an den Blindenhunden am besten vorbei. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. So, alles kalt zurückgeschlagen, kein Problem. Bis könnten wir die Minen einreißen, wenn ich ganz ehrlich bin. Machen wir erst, wenn die Steine, wenn die Angelegenheiten hier weg sind, dann reißen wir die Steingrube ein. Da wir uns ja alles über den Handel jetzt beschaffen wollen. Eure Priester segnen. Wir sollten uns jetzt auch ein gewisses Handelslimit setzen, wie viel wir auf einmal handeln möchten, wie viel wir uns einmal einkaufen möchten. Ansonsten wird das halt darauf hinauslaufen, dass der Handel halt immer und immer länger dauert. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den wir gerade begehen. Stadtwache. Außerdem gibt es da oben ein Dorfzentrum, das wir haben möchten. Sofort. Und Eisen brauchen wir ganz dringend. Ja, natürlich. Also gehen wir hoch und sabotieren den blinden Hunden ihre Hütten über weg. Das Wissen über eine neue Technologie. Das geht nicht, kein Eisen. Das geht, wollen wir aber gerade nicht. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Geht Lehm prügeln. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Mache ich. Sofort. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr überleben werdet. Aber die Blindenhunde sind nicht stark genug, um euch direkt zu töten. Und haben keine Fernkampfeinheiten, das ist das Wichtigste. Aber sicher. Aber sicher. Aber sicher.
So, wir brauchen Augen. Da kann man nicht durchrennen. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber sicher. Okay, hier kommt ihr vorbei. Da ist die erste Hausruine. Was ist da oben? Ja. Sofort. Ja. Do it. Ihr macht das. Bevor ihr zerfleischt werdet sogar. Vielleicht entkommt ihr sogar. Sofort, sofort. Der Tag der Abrechnung. Wer weiß, rennt zurück. Nicht dadurch, aber von mir aus. 3, 2, 1. Das ist weg. Gut. Von mir aus. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ihr nächstens habt nicht genügend Eisen. Oh. Nun. Okay, das ist auch, das ist Schwefel. Dann kannst du weg. Eisen hatte ich ganz vergessen. Ironisch, ich weiß. Quick Save. Aktuell würde ich auch sagen, wir brauchen nicht alle Scharfschützen hier unten. Jawohl. Wir können Kerberos und drei Trupps da hochschicken. Ja, Herr. Ah, sieh an, Timing. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. In Ordnung. Ihr fürchtet euch. Das solltet ihr. Es ist Zahltag. Jawohl. Ja. 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 Ja, in Ordnung. Schwäch sie. Ihr könnt nicht siegen. Seht es doch ein. New. New. Ja. Ja, in Ordnung. So, damit war das dann hier. Dann könnt ihr euch hier dahin zurückziehen. Sofort. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Befehl zurück. Steht unter Beschuss. Da lebt noch was. Euer Wunsch ist mir. Zwei Leib ist auch drauf gegangen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Und zwar eine aus jeweils einem. Sollte ich gar nicht. Gruppe 8. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Gruppe 7. Sollte ich gar nicht hier sein. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Was haben wir jetzt schon getan? Ich habe den gleichen Fehler schon wieder begangen. Dachchef. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Wie komme ich denn hier auf 8? Holz gefällt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld ich weiß nicht, wisst ihr was? Wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Ihr seid alle Gruppe 8. Das ist mir egal. Und Priester, stopf ihn was ins Maul. Priester segnen die Bewohner. Danke. Eure Arbeit. Anstrengte Leibeigenen. Wenn's denn sein muss. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Oh nein. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir haben Kenny getötet, die ich Schweine. Ja, dass hier eine Verwechslung aus Gruppe 9. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ist in Ordnung. Oh, das haben die geblutet? Wird gemacht. So soll es sein. Ja, lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Gerne. Eisenmangel ist jetzt ein Problem. Fertig, Meister. Eure Arbeiter empfangen den Segen. Wir müssen warten, bis die aktuellen Handel durchgelaufen sind. Danach geben wir mal eine Ladung für... Eine Ladung des besten Zeugs für Eisen aus. Natürlich. Pff,
Vergesst es. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ist jetzt Gruppe 8. Ist jetzt Gruppe 7. Ich hab getan, was ihr wollt. Problem gelöst. Gruppe 7 ist die Einsatzgruppe von Gruppe 8. Nichts lieber als das. Ich kümmere mich darum. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Hervorragend. Feinde haben einen Held attackiert. Wer macht das? So soll er. Dafür ist er da. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jawohl. Einfach durchhalten, auf den Handel warten. Ergreift sie! Ja, renn im Kreis, renn im Kreis, renn im Kreis, renn im Kreis, renn im Kreis. Schleif sie mit dir mit. Ja, in Ordnung. Nein, wir haben die Schaffnisse reingeschickt. So soll es sein. Soll nicht passieren. Nein, nicht. Zu schnell, zu schnell, zu schnell. Der Arbeiter wird angegriffen. Ja, in Ordnung. Alle auf ihn. Ja. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung am Holz gefällt. So, jetzt kommt man hier runter. Gut, unsere Handel funktionieren allmählich. Nein, ich wollte beschleunigen. Goddammit. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau abgeschlossen. Fertig. Ach, was soll's. Lassen Sie Steinminen da stehen. Bei euch finden wir noch eine andere Beschäftigung. Lehm kloppen. Fertig, Meister. Hauptsächlich Lehm kloppen. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Nein, verlangsamen. Auf reguläre. Was so fehlt noch? Der Schmied. Noch nicht zahlen müssen. Das ist Wucher. Und ihr zieht uns das. Ja, ich müsste haben auch noch nichts zu fressen. Nicht aber auch da kümmern wir uns drum. Betrachte dich als drum gekümmert. So. Ein Einkauf von Eisen in großen Massen würde uns nicht so viel Schwefel kosten, tatsächlich. Also ist der nächste Handel mit Schwefel. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So soll es sein, ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, wo fehlt noch? Aus. Ihr zieht uns da. Das ist Wucher. Und du bist der Letzte, der nichts hat. Du arbeitest hier. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Das dürfte das Problem lösen. Endgültig. Ich tue mein Bestes. Quick Save. Ich würde sagen, wir haben erstmal einen ganz guten Fuß gefasst. Wir brauchen jetzt nur noch das Eisen, damit wir Diebe ausheben können und unseren Gegner dann beseitigen dürfen. Zumindest erstmal die blinden Hunde. Und dann können wir schauen, was unsere andere Gegner uns gerade entgegenzuhalten hat. Also Schub. Das Gebäude ist nun ausgebaut.